zuzukommen ist, um uns einen Abendvortrag zu halten. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und habe Kollegen noch häufiger unter seiner Führung im Theologischen etwas schreiben zu dürfen. Er ist jahrelang Herausgeber des Theologischen gewesen nach dem Tod von Monsignor Professor Böckmann. Und hat also eine Fülle von Beiträgen selbst in dieser Zeitschrift veröffentlicht, die man gar nicht mehr nennen kann. Hinweisen möchte ich wenigstens auf eine kleine Schrift, die auch bei uns hier häufig zu erwerben ist. Maria, die in der Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist. Predigten im Kirchenjahr, also marianische Predigten, die ich Ihnen nur sehr empfehlen kann. Wir haben ein Exemplar hier liegen, Sie können da auch mal hineinschauen. Monsignor Lange hat selbst reden darum, über das Thema Martin Luther zu sprechen, seine Nachwirkungen, sein Echo in der Scheidung der Geister. Ein Thema, das ja durchaus mehr als nur indirekt mit dem zusammenhängt, was wir jetzt hier machen. Ein Thema, das ganz aktuell ist, seit einigen Jahren, besonders dadurch, dass der Kardinal Lehmann einmal gesagt hat, dass Luther unser gemeinsamer Lehrer sei. Das ist eine ganz ungewöhnliche Aussage gewesen. Während also protestantische Theologen, ein Mann wie Lau Bietzer zum Beispiel, zugegeben haben in der Kirchengeschichte, dass er der große Revolutionär war, dass von vornherein eigentlich es darauf hinauslief, eine eigene Gemeinschaft zu gründen, wird er uns hier also als gemeinsame Lehrer auch der katholischen Kirche vorgeführt. Ich nehme an, dass Sie da einiges in dem, was Sie jetzt hören dürfen, zurechtrücken werden. Und ich darf Ihnen mal ganz herzlich danken, dass Sie zu uns gekommen sind. Auch morgen Abend wird Monsignor Lange noch bei uns weilen und dann den zweiten Teil des Vortrags halten. Ich darf Sie herzlich bitten, zu uns zu sprechen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Möchte Sie allerdings bitten, nochmal sich zu erheben, weil ich gerne zum Heiligen Geist bete und Sie geben bitte die Antwort. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde. Lasset uns beten. O Gott, durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt, gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, verstehen und vollbringen und seines Trostes uns allezeit erfreuen mögen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn Sie wieder bitte Platz nehmen. Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag kam ich schließlich zum Ergebnis, dass ich wohl das, was ich mir hier im Einzelnen aufgeschrieben habe, wahrscheinlich nicht zurande komme. Ich ging von den Zeiten, die mir hier geboten wurden, im Plan aus, sodass ich dachte, das werde ich wohl nicht können und habe daher vergangene Nacht beschlossen, einiges von dem, was eigentlich erst nach 2 Stunden stehen müsste oder sollte, nun doch hier gleich zu Beginn zu sagen und anzubringen. Ja, der Vortrag ist also seine Nachwirkung und sein Echo. Das Echo ist groß von ihm, das wissen Sie. Ich habe hier zum Beispiel eine Zeitung mitgebracht aus dem eben genannten Grund, die Tagespost. Da heißt es: Schauen Sie nicht länger auf die Priester, werden Sie selber priesterlich, sagte Drewermann, denn auch bei einer seiner vielen appellativ geprägten Antworten, die ihm tosenden Beifall brachten. Das Ganze in einem Katholikentag. Tosenden Beispiel bescherten. Schauen Sie nicht länger auf die Kirche, sagt er dann. Nicht länger werden Sie selber kirchlich. Schauen Sie nicht länger auf die Religion, sondern werden Sie selber
innerlich religiös. Wir müssen die katholische Kirche hinter uns lassen, um Christen zu werden und das Christliche, um Gott zu begegnen. Der Priestermangel ist eine Chance zur Veränderung. Die Kirche braucht keine Beamte, sondern Menschen. Nichts spricht dagegen, Gemeindevorsteher ebenso wie den Papst zu wählen. Das sind rein protestantische Lehren, das wissen Sie ja wahrscheinlich. Genau entspricht fast wörtlich den Ausführungen von Martin Luther selbst. Und wenn Sie an den anderen großen Heretiker, möchte ich sagen, des Ulmer Katholikentages denken, dann werden Sie sehen, der eben sagt, der ja deswegen von seinem Lehren dispensiert wurde, weil er den Papst für nicht unfehlbar hält. Und das ist ja auch die Aussage der gesamten Zeit um Luther herum. Der sagt als erstes ja in einem seiner Beiträge damals im 16. Jahrhundert, ich möchte die Hörer darauf aufmerksam machen, das ist für viele klar, wenn ich sage 16. Jahrhundert, aber manche denken immer, da müsste eine 16 davor stehen. Denken Sie daran, wir sind im 21. Jahrhundert und da stehen 20 davor. Und wenn dieses 20. Jahrhundert voll ist, dann ist es eines Tages, einen Augenblick, ist es dann das 21., das 22. Jahrhundert. Dann ist es das 22. und da steht die 21 dann davor. Das ist so wie bei der Uhr, die, wie wir in Schlesien sagten, es ist 16:45. Die Kölschen sagen, es ist, wir sagten in Schlesien, es ist 16:45. Und die Kölschen sagen, es ist 14:45. Das ist der Unterschied, nicht? Also, wenn wir vom 16. Jahrhundert reden, dann wissen wir, Luther ist im 15. Jahrhundert, nämlich 1483, geboren. Und er stirbt im 16. Jahrhundert, nämlich 1546. Luther hat also rechtzeitig schon ausdrücklich festgestellt, mir hat keiner was zu sagen. Sie kennen die Szene, dass er vor den Toren Wittenbergs die päpstliche Bannandrohungsbulle und gleichzeitig die kirchlichen Gesetzbücher verbrannte. Ich sage Bannandrohungsbulle, weil die meisten Leute oder vielfach steht es auch schriftlich, dass es die Bannbulle wäre. Nein, es war nicht die Bannbulle, die erfolgte erst dann im Jahr darauf, im Januar des folgenden Jahres. Das heißt, Luther erklärt mit diesem Verbrennen, dass er sagt, mir hat keiner in der Kirche irgendwas zu sagen. Ich bin vollkommen selbstständig. Keiner darf etwas sagen. Das heißt, er war der Meinung, dass die Menschen die Freiheit eines Menschen nicht unterbrochen werden dürfte durch irgendeine Gewalt oder irgendeine Gesetzgebung. Und es ist merkwürdig für mich immer, wenn ich dann bei Leuten, den sogenannten Ökumenikern, auch unter den Priestern höre, dass Luther doch eigentlich gar nicht die Trennung von der katholischen Kirche wollte, sondern dass er eigentlich ja nur die Kirche erneuern wollte. Das ist immer wieder, kann man das hören. Es ist also nicht nur bei dieser Gelegenheit, sondern auch später hat Luther ausdrücklich festgestellt, dass er sagt, als der Papst Paul III. Ein Konzil berufen wollte, und zwar zunächst nach Mantua, aber das Konzil trat dann später nicht zusammen. Als Antwort auf diese Konzilsberufung hatte Luther seinen schmalkaldischen Artikel vorgelegt, in denen er erklärte, in den Ansichten über Rechtfertigung, Messopfer und Papsttum
könne man nicht nachgeben. Den entscheidenden Gegensatz zwischen Alt- und Neugläubigen sah er in der Lehre von der Messe, dem größten und schrecklichsten Greuel des Papsttums, wie er sich ausdrückt. Er stellte fest, dass auch die Katholiken in dieser Frage keine Zugeständnisse machen könnten. Und dann, Zitat wieder von Luther, also sind und bleiben wir ewiglich geschieden. Trotzdem kann man immer wieder hören von einzelnen Leuten, die sich oft sicherlich guten Willens und manchmal auch verdienstvoller Weise eben mit der Ökumene, wie sie heute betrieben wird, beschäftigen, dass sie dann sagen, Luther wollte ja doch eigentlich keine Trennung von der Kirche. Das ist einfach ein massiver Irrtum. Gleich am Anfang steht ja diese Trennung, der Papst hat mir nichts zu sagen. Da ist er ganz deutlich und er sagt also in einer Verteidigungsaktion für das Verbrennen der Bannandrohungsbulle und der Kirchenrechtsbücher vor dem natürlich jubelnden Studenten, wie das so ist, das wäre heute wahrscheinlich auch nicht viel anders. In seiner Verteidigung dieser Aktion erklärte er, der Papst verdiene als der Antichrist, dass ihn Christus vom Himmel her selbst zerstört. Das war seine Antwort auf diese Situation. Und ich möchte da, ich bin immer noch nicht an dem, womit ich eigentlich anfangen wollte, und ich möchte aber eben bestimmte Dinge doch sagen und möchte nicht, dass ich hinterher das versäumt habe, Ihnen vorzulegen. Und deswegen, Sie haben gerade schon gehört, wie sehr Luther die heilige Messe, das Höchste und Heiligste, was wir haben, schmäht. Ist kaum verständlich. In einer Adventspredigt vom 27. November 1523 sagte er, ich bitte euch alle um Gottes Willen, diesen Greuel zu Herzen zu nehmen und aller Welt an den Tag zu bringen, dass die Schande dieser roten babylonischen Hure gar und ganz mitentdeckt werde. Ich sage, dass alle gemeinen Häuser, Sie wissen, was gemeint ist, alle gemeinen Häuser, die doch Gott ernstlich verboten hat, ja alle Totschläge, Diebstahle, Mord und Ehebruch nicht als allzu schändlich sind als dieser Greuel der papistischen Messe. Man denke daran, dass es dieselbe Messe ist, die wir heute noch feiern, meinen die, die die alte Kirche verteidigen. Alles gibt kein größeres Greuel als diese papistische Messe. Darum bitte ich alle Fürsten, Obersten, Bürgermeister, Räte und Richter, dass sie solche grausame Gotteslästerung zu Herzen fassen und die zur Rede stellen, sich zu verantworten über solche Gotteslästerung. Ist euch erlaubt, von Gott einen verwegenen Buben, der da lästert, auf dem Markt zu strafen? Also lasset auch erlaubt sein, dies greuliche, große antichristliche Gotteslästerung zu strafen und reutet sie aus eurer Stadt aus, dass nicht der greuliche Zorn Gottes wie ein glühender Backofen sich über eure Hinlässigkeit erzürne und euch mitsamt der abgöttischen Pfaffen aufs greulichste strafe. Habet Gott lieb und ehret seine Ehre, darum ihr das Schwert von Gott habt, so wird euch Gott behüten vor allen Fürsten der Teufel und vor Tod, euch erlösen von Pharao und euch einführen in das gelobte ewige Vaterland. Sein Hass und seine Tiraden, darauf komme ich gleich nachher nochmal zu sprechen, ist unglaublich. Ich möchte zu diesem Beispiel von Luther nun aus dem Heidelberger Katechismus zitieren. Sie wissen, der Heidelberger Katechismus ist der Katechismus der Reformierten, die also auf Calvin zurückgehen. Und in diesem Heidelberger Katechismus von 1961 für den Jugendunterricht in evangelischen Gemeinden vereinfachte Ausgabe heißt es ausdrücklich, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Abendmahl des Herrn und der päpstlichen Messe. Da wird gesagt, das Abendmahl bezeugt uns, wir haben vollkommene Vergebung für alle unsere Sünden. Allein durch das Opfer Jesu Christi, das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat. Und wir werden
auch durch den Heiligen Geist ein Leib mit Christus. Er hat also eine andere Auffassung. Deswegen hat an sich Luther den Wycliffe zum Beispiel verwünscht und verflucht, weil er diese Auffassung auch hatte, nämlich, dass der Heilige bei dem sogenannten Abendmahl, wenn ich das so sage, das sogenannte Abendmahl, ich glaube, dass das Abendmahl zunächst eine Erinnerungsfeier war und auch bei den Juden heute noch ist, an den Auszug aus Ägypten. Und erst im Anschluss daran hat der Herr dann als das Lamm Gottes, als das tierische Lamm gegessen war mit den Aposteln, hat er dann eben im Blick auf den nächsten Tag, den Karfreitag, das heilige Messopfer eingesetzt. Tut dies zu meinem Gedenken, das ist mein Leib. Und das andere eben dann, das ist mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Nicht alle, sondern viele, weil sich nicht alle erlösen lassen. So steht es in der Heiligen Schrift zweimal. Außerdem habe ich damals schon mal vor vielen Jahren in der Una Voce habe ich einen Brief abgedruckt, den ich von Kardinal Ratzinger damals bekam. Ich schrieb ihm, ich möchte, weil ich die moderne Messe in den Gemeinden zu halten hatte, schrieb ich ihm, ich kann das alle nicht sagen. Ich möchte doch bitten, dass ich das viele sagen kann, was doch allein richtig ist. Und er schrieb, wenn es mir hilft, soll ich das auch so tun. Und ich habe das dann daraufhin... Ich habe es dann eben auch in der Una Voce bewusst veröffentlicht, damit es möglichst viele Priester lesen und zur Kenntnis nehmen, dass also damals der oberste Glaubenswärter, der Wächter der Kirche, damals der Kardinal Ratzinger, also dies mir in einem Brief geschrieben hat. Ob diese Veröffentlichung ihm gefallen hat, das weiß ich nicht. Einer seiner Assistenten, den ich dann bei einer Priesterweihe mal in einem Kloster traf und dem ich mich vorstellte als Lange, Sie sind der Pfarrer Lange, Sie sind ja ein ganz Schlimmer, hat er gesagt. Ja. Es könnte also sein, dass das der Grund dafür war. Also, die Reformierten sagen also, allein durch das Opfer Jesu Christi, das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat. Und wir werden auch durch den Heiligen Geist ein Leib mit Christus, der jetzt mit seinem wahren Leib im Himmel zu Rechten des Vaters ist. Das heißt, nur eine Kraft kommt vom Himmel herab auf den, der also im reformierten Gottesdienst das sogenannte Abendmahl empfängt, während der wahre Christus im Himmel ist, den sie dann anbeten. Es unterscheidet sich also von Luther. Sie wissen, dass diese Untersuchung, diese Frage, ich habe vorhin, glaube ich, Wycliffe gesagt, oder? Das war falsch. Das ist natürlich Zwingli, muss es heißen. Natürlich muss es Zwingli heißen. Ich habe mich da vertan. Entschuldigen Sie bitte. Der Zwingli, mit dem hat er ja 1529 ein Gespräch gehabt, das dann scheiterte. Und dann, als Zwingli starb, da hat er seinen Jubel darüber ausgedrückt und hat ihm also alles Böse gewünscht für die Hölle. Als dann der Nachfolger kam und sich bei ihm vorstellte, sagte er, er wäre ja auch sehr betrübt darüber. Naja, so geht das manchmal. Die Messe aber lehrt, die Lebendigen und die Toten haben nur dann durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden, wenn Christus noch täglich für sie, also die Messe, das heißt also, die Papisten lehren, die Lebendigen und die Toten haben nur dann durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden, wenn Christus noch täglich für sie von den Messpriestern geopfert wird. Das ist nicht ganz korrekt, was da gesagt wird, aber so halb richtig ist es doch, wenn wir mal so stehen lassen. Auch lehrt sie, nämlich die Messe, die heilige Messe, bitte schreiben Sie, wenn Sie von der heiligen Messe etwas sagen und schreiben, setzen Sie immer ein HL davor. Ich bin immer entsetzt darüber, dass auch fromme und gläubige Menschen immer bloß von der Messe schreiben und sprechen. Da sind, wissen Sie, 1000 Kleinigkeiten, die man beachten muss. Sonst breitet sich die Häresie auch noch da in den Dingen aus. Genauso wie dauernd vom Abendmahl geredet wird, auch auf katholischer Seite, und etwas völlig anderes verstanden wird.
Und die Protestanten wollen uns natürlich protestantisch machen. Daher immer ihre heuchlerische Rede über die Einladung, über die Gemeinschaft, über die Gastfreundschaft eben bezüglich des Abendmahles. Entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage, aber ich glaube, man muss es so deutlich sagen. Aber darüber sage ich auch gleich noch was, wie man Dinge sagt und wie man darüber spricht. Also die Messe lehrt, die Lebendigen und die Toten haben nur dann durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden, wenn Christus noch täglich für sie von den Messpriestern geopfert wird. Auch lehrt sie, Christus ist leiblich unter der Gestalt von Brot und Wein und soll darin angebetet werden. Es ist also die Messe im Grunde nichts anderes als eine Verleugnung des einmaligen Opfers und Leidens Jesu Christi und ein fluchwürdiger Götzendienst. Dazu eine kleine Anmerkung hier im Text selbst, der also von den Reformierten stammt. Kleine Anmerkung, der Katechismus spricht hier die harte Sprache des Kampfes, der in den Reformationszeit um die rechte Lehre geführt wurde. Der Gegensatz der Auffassungen über die römisch-katholische Messe und das evangelische Abendmahl besteht auch heute noch. An der Stelle der Verdammung ist aber das ökumenische Gespräch zwischen den Kirchen getreten. Mit anderen Worten, die Ökumene muss ihre Verfluchung und all ihre Beschimpfung gewissermaßen ersetzen. Denn sie hoffen auf diese Weise, uns zu ihrer verkehrten Lehre zu gewinnen. Und das stimmt auch. Sie müssen Folgendes beachten. Als junger Priester habe ich niemals erlebt, dass ein evangelischer Pfarrer eine Stola ummachte. Die Stola ist im Übrigen auch das Zeichen der Vollmacht, dass man die heiligen Sakramente spenden darf. Aber heute haben die evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen dicke, schöne, möglichst bunte Stolen um dem dummen katholischen Volk die vorzugaukeln. Das ist ja alles dasselbe, was wir hier machen. Und in der Tat, es ist so, dass wenn wir die Gottesdienste etwa, die so am Sonntag vorgeführt werden, manche sind sehr schön auch in katholischer Seite und dann möchte ich sagen, recht gläubig, wenn man mal von der Handkommunion absieht. Ich halte die Handkommunion für das größte und schlimmste Übel, was geschieht. Und ich Was meinen Sie, wie viel und wie oft das allerheiligste Sakrament verunehrt wird? Es ist tatsächlich so. Ich habe damals in Theologisches darüber geschrieben, auch über Toronto und andere Treffen, wo dann also berichtet wird, wie Priester auch wirklich schlampig da auftraten und in Schuhkartons die heiligen Hostien mitbrachten, sie über die Köpfe der anderen weitergaben, die dann in den Schmutz fiel. Und der das berichtet, der hat dann ausdrücklich gesagt, er versuchte, sie möglichst wieder aufzuheben und eben zu verzehren, soweit es ihm möglich war. Oder ein anderer, der auch von einem solchen großen Treffen erzählt, da waren die jungen Leute gerade während der Papstmesse bei ihrem Mittagessen und tranken Bier und haben dann dazwischen die Heilige Hostie in den Mund gesteckt. Ja, es sind aber Tatsachen. Das sind keine Gräuelmärchen, sondern das sind leider Tatsachen. Und ich befürchte, dass diese Dinge halt immer wieder auch in diesen Massenveranstaltungen stattfinden. Ich habe nichts gegen eine Messe des Heiligen Vaters vor vielen Hunderten und Tausenden von Menschen, aber man sollte dann darauf aufmerksam machen, wer zur Heiligen Kommunion gehen will, der möge in den umliegenden Kirchen um die und die Zeit dann eben auch die Heilige Kommunion empfangen. Das wäre die vernünftigste und richtigste Lösung. Ich bin also schon der Meinung, dass die Verunehrung des allerheiligsten Altarsakramentes noch schlimmer ist als die Unterdrückung der alten Messe als insgesamt. Ich wollte Ihnen das nicht aus der Hand geben, eben um einfach Ihnen hier schon Kostproben zu geben von dem, was ich ja eigentlich sagen wollte, nämlich, dass hier die Nachwirkungen und das Echo von dem
von Luther. Und ich habe Ihnen ja gesagt, der Drewermann ist ja ganz in dieser Richtung. Nicht, wenn er also sagt, hier, wir sind ja selbst alle Priester, wir brauchen keine Priester mehr und es ist also eigentlich eine Gnade Gottes, dass wir also heute so eine Priesternot erleiden, nicht? Dann sehen Sie, woher der Wind weht und dass das eben auch, es sind nicht einmal neue Gedanken, die da aufkommen, sondern es ist eben eigentlich eine schlimme Sache. Ich möchte Ihnen hier in diesem Zusammenhang einen kleinen Artikel, den ich mir mal aufgehoben habe, von dem Professor Dr. Remigius Bäumer Ihnen vortragen. Den habe ich auch hier gewissermaßen als Vortrag vor dem eigentlichen Vortrag mitgedacht, weil ich nicht am Schluss dastehen möchte und mir sage, ich habe eigentlich das, was ich dann den Menschen oder Ihnen allen hier vortragen wollte, habe ich dann eigentlich gar nicht mehr geschafft vorzutragen. Und da schreibt der Remigius Bäumer, der schreibt, wenn Pfarrer Aschoff, ich weiß es nicht, das ist also ein Text von 1996, wenn der also in der DT, in der damals noch Deutsche Tagespost heißenden DT, heute ja nur noch die Tagespost, eben wenn der anregt, die EKD, das ist die Evangelische Kirche Deutschlands, im Grunde genommen ist das ja nur ein Dachverband. Und da sind sehr viele Strömungen gemeinsam, die aber eben auch dogmatisch oft völlig verschieden denken und handeln. Denn da ganz sehr viel. Im Grunde genommen ist es eben so, wenn man also wenn die Evangelischen großen Wert drauf legen, dass sie also keine Sekte sind, im Prinzip sind, ist aller Protestantismus sektiererhaft. Und er ist völlig zerspalten in hunderte von einzelnen Gruppen und von verschiedenen Bewegungen. Also, er sagt hier, der Remigius Bäumer, die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschlands, dieser Dachverband, solle sich von den judenfeindlichen Aussagen Luthers distanzieren. So hat er damit einen längst fälligen Wunsch geäußert. Ich habe das Buch, wo das alles drinsteht, habe ich zu Hause gelassen, weil ich dachte, das Wesentliche wird hier gleich genannt. Denn Luthers judenfeindliche Aussagen sind von einer solchen Schärfe, dass man ihn als den größten Antisemiten aller Zeiten bezeichnet hat. Luthers Aussagen haben im Dritten Reich eine verheerende Wirkung ausgeübt, sodass man die Frage stellen kann, wie es zu erklären ist, dass die Forderung einer Distanzierung von Luthers judenfeindlichen Aussagen erst 1996 erhoben wird. Luthers Worte wurden nach der Reichskristallnacht, also die Nacht, wo man die Synagogen anzündete, in unserer kleinen Stadt, wo ich wohnte, kam die Feuerwehr und hat gelöscht. Die wussten noch nicht, was eigentlich geschehen ist. Alle judenfeindlichen Aussagen also erst 1996 erhoben. Luthers Worte wurden von der Reichskristallnacht 1938 von evangelischen Kirchenmännern angeführt, um die antijüdischen Gräueltaten des Nationalsozialismus zu rechtfertigen. Der protestantische Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse, bezeichnete in seiner Schrift Luther über die Juden fort mit ihnen die antijüdischen Maßnahmen als die Erfüllung einer Forderung Martin Luthers. Sie müssen dabei Folgendes bedenken. Die meisten haben gar keine Ahnung, dass da also ein sogenannter evangelischer Bischof, entschuldigen Sie, wenn ich sogenannter sage, Sie sagen ja selbst, ich habe neulich mal eine Bischöfin im Fernsehen gehört, die also sagte, wir sind ja eigentlich nur Bestellte, jeder andere könnte es eigentlich auch sein. Das hat sie also richtig wiedergegeben. Nicht, während also der Herr Schütte, der Professor, katholische Professor, dauernd versucht anzureden, dass diese Ordination der evangelischen Pfarrer, dass das so fast etwas Sakramentales wäre, was natürlich absoluter Unsinn ist. Und wenn Luther zum Beispiel Bischöfe geweiht hat, das ist ja Tatsache, mindestens in zwei Fällen, dann ist das ja also ohne Sukzession, das war natürlich ungültig, nicht? Obwohl es bei ihm damals bereits auch abgefallene Bischöfe gab. Nicht? Die hätten ja bestellt werden können, um gültig zu weihen. Er wollte gar nicht katholisch gültig feiern. Er sagt ja hier, bei der heiligen Taufe ist es so, da kriecht aus jedem Einzelnen von uns ein Papst, ein Bischof und ein Priester hervor.
Das ist Lehre Luthers, nicht? Und das ist auch die Lehre der Evangelischen. Und der Herr Schütte regt sich darüber so fürchterlich auf. Und ich muss sagen, seien wir doch den Protestanten in diesem Punkt dankbar, dass sie einfach mal deutlich sagen, was sie selbst denken und sagen. Ich bin immer dankbar, auch wenn zum Beispiel Evangelikale uns ausdrücklich darlegen, dass wir also die Mutter Gottes anbeten, wenn wir sie anrufen wollen. Für die Protestanten ist das also auch selbst bei den Evangelikalen also gewissermaßen gegen den Glauben verstoßend. Seien wir doch dankbar, wenn sie dies alles in aller Öffentlichkeit und deutlich sagen. Und dabei eben manchmal für uns vielleicht verletzend dann vom Götzendienst reden. Aber besser so klar und deutlich gesagt, als eben dieser Versuch, künstlich das andere alles richtig zu machen, was eben gar nicht richtig ist. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch an Folgendes erinnern. Da gibt es einen, den ich für einen Heiligen halte, im Himmel, der selbst und durch seine Mithelfer wohl an die 800.000 Juden gerettet hat. Der wird immer und immer wieder diffamiert, nämlich Pius XII. Aber hier etwa diesen Bischof, diesen sogenannten Bischof Sasse, da herrscht einfach Schweigen. Die meisten Leute haben da gar keine Kenntnis davon. Nicht? Also, in diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob sich die EKD nicht von den blutrünstigen Aussagen Martin Luthers über den Papst distanzieren müsste. Bereits 1520 schrieb Luther: Warum greifen wir nicht mit allen Waffen diese Lehre des Verderbens an, diese Kardinäle, die Päpste, und waschen unsere Hände in ihrem Blut? Das ist nicht das einzige Mal, dass er sowas schreibt. Es gibt immer wieder diese Mordaufforderungen, teilweise ganz grässliche Aussagen, die er macht. Nicht? Bitte ärgern Sie sich nicht darüber, dass ich das nenne. Alles, was ich sage, kann ich gut belegen. Und ich sage es nicht um irgendwelche, es gibt wirklich unter den evangelischen Christen Leute, die im Glauben uns fast nahe sind. Nicht, das gibt es. Nicht? Und es gibt edle und gute Menschen. Und ich weiß noch aus der Zeit des Nazis, dass mein Vater, der also Chefarzt am Krankenhaus war und dann später eben auch eine eigene, nachdem die Nazis ihn rausgesetzt hatten, eine eigene Praxis führte, dass er mit vielen evangelischen Menschen, gerade damals in der Abwehr des Nationalsozialismus, befreundet war. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Ich möchte niemanden diffamieren und weiß also, dass es edle und gute und gläubige evangelische Christen gibt, die tatsächlich versuchen, evangelisch und nicht nur protestantisch zu sein. Sie wissen ja, der Ausdruck Protestant stammt von 1529, als eben bei einer Reichsversammlung eben die Protestanten protestierten gegen die katholischen Stände, und bei der Gelegenheit forderten sie, und dass sie eben auch gewaltsam gegen Katholiken in ihren eigenen Gebieten vorgehen können. Sie verlangten allerdings immer Toleranz von den Katholiken für ihre Leute. Nicht? Und deswegen ist das auch in allen Büchern und überall wird das verbreitet, wenn später aus der These heraus, dass man also, wessen das Land, dessen die Religion. Es ist ja in all diesen Verträgen waren es ja niemals etwa Toleranzverträge für die Gläubigen, sondern es waren immer nur Verträge für die Herrschenden. Und die Herrschenden bestimmten in ihren Territorien, welcher Glaube herrschen sollte. Und wenn dann später die Katholiken sich dessen besonnen haben und in ihren Ländern, wo die gewissermaßen eindrangen und versuchten unter der Hand die Leute protestantisch zu machen, etwa der Bischof von Salzburg, der wird immer wieder zitiert, ja, das war einfach eine Notmaßnahme. Eine Notmaßnahme, die auf diesem Hintergrund, wenn Sie die Geschichte genau kennen, der Reformation, dann wissen Sie, wie viele Gebiete protestantisch gemacht wurden.
oft auf unglaubliche Weise, dass also unter den Domherren so viele Leute waren, die schon die Lehre Luthers mehr oder weniger genommen haben, dann haben sie eben einen Bischof gewählt, der Protestant war. Und das Land und das Bistum fiel den Protestanten in die Hand. Und das sind sehr viele Gebiete davon. Also, Luther hat also 1528 auch positive Worte über den Papst gefunden. Er ist überhaupt ein ziemlich zwiespältiger Mensch. Er sagt einmal so und einmal so. Das kann man also beweisen und im Einzelnen auch belegen. Und zugestanden, dass unter dem Papst die rechte Christenheit sei. Das hat er sogar auch zugestanden. Er hat später, was ich in meinem Text hier lang ausgeführt habe, ich habe da tagelang dran geschrieben, habe ich auch ausgeführt und auch belegt, wo es steht. Später hat Luther selbst gesagt, die Leute nach seiner sogenannten Reformation sind jetzt 7-mal schlimmer als vorher im Papsttum. Das hat er mehrfach festgestellt. Das heißt, diese ganzen falschen Darstellungen in den Geschichtsbüchern, auch vor allen Dingen natürlich in den Geschichtsbüchern der Protestanten, dass also vorher angeblich die ganze Welt völlig verkommen war unter dem Papsttum und dann kamen die Reformatoren und da wurde alles besser. Nein, Luther gibt selbst immer wieder verschiedensmal zu, dass es jetzt viel schlimmer ist. Und er sagt an einer Stelle zum Beispiel, es ist leider Gottes so, dass sich selbst die Prediger, er meinte damit seine eigenen Leute, dass die von den Leuten nicht mehr vollgenommen werden, weil sie sagen, es müsste doch eigentlich, wenn das die Lehre wahr wäre von Luther, dann müssten doch eigentlich das sittliche Verhalten der Menschen besser werden, statt deutlich und immer wieder schlechter. Das kann man bei Luther nachlesen. Das sind keine Erfindungen, die ich Ihnen hier vortrage. Also Luther hat also auch den Papst gelobt. Zu den anerkennenden Worten Luthers über den Papst hat übrigens der evangelische Theologe W. Maurer, der lange Jahre Mitglied des ökumenischen Arbeitskreises unter Erzbischof Lorenz Jäger und Landesbischof Stählin war, bemerkt, dass die Protestanten aller Zeiten diese Aussagen Luthers als provozierend empfunden haben. Das heißt, genauso wie diese junge Bischöfin, sogenannte Bischöfin im Fernsehen, das habe ich wieder gehört, da hat sie gesagt, mit dem Papst will ich aber nichts zu tun haben. Ja, das ist ganz klar, das ist protestantische Haltung. Zunächst einmal hat er 1516 eine Predigt gehalten, Luther, in der er ausdrücklich sagt, das ist die Führung des Heiligen Geistes, die Kirche muss einen haben, der die letzte Entscheidung in allen Fragen, Glaubensfragen gibt. Das hat Luther in seiner Predigt ausdrücklich 1516 noch gelehrt. Er hat im Übrigen auch den Ablass ganz katholisch dargelegt, wie er sein muss, auch 1516. Später hat er ja darüber gewütet, über den Ablass und eben auch das, was ich eben gerade noch sagte. Er hat also immer wieder seine Meinungen auch geändert. Zu den Anerkennenden, ja, also das empfinden die Protestanten dann als provozierend, dass Luther auch schon mal, während er sonst ja ständig über den Papst schimpft und ihn als Antichrist bezeichnet und kurz vor seinem Tod eine Wüste Text über den Papst schrieb, dass die Menschen das eben einfach auch zur Kenntnis nehmen müssen. Der israelische Ministerpräsident Begin ist von 1977 bis 1983 Ministerpräsident in Israel gewesen. Der Begin hat beim ersten Treffen der Holocaust-Überlebenden in Jerusalem daran erinnert, dass Luther den theologischen Antisemitismus begründet hat. Luther hat dazu aufgerufen, die Synagogen zu verbrennen, die Juden wie Vieh im Stalle zu sperren und sie hungern und dürsten zu lassen, wegen der Sünden von denen er sagte, dass sie sie begangen hätten, so erklärte Begin. Tatsächlich hat Luther, der seinen Kampf mit der Parole des freien Christenmenschen angefangen hat, sich zum radikalen Diktator entwickelt. Er nennt die Juden ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durch Teufel Ding ist um die Jüden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind. Die Zwinglianer, in der Regel nennt er sie die Züricher, seine eigentlich geistlichen Söhne, sind Seelenfresser und Seelenmörder.
und hätten ein eingeteufelt, durchteufelt, überteufelt, lästerlich Herz und Lügenmaul. So können Sie bei Grisa nachlesen. Der Papst ist für ihn der Antichrist, die römische Kirche eine Hure des Teufels, Sogar das Vaterunser missbraucht er, um den Papst zu verfluchen. Wohlan, man soll nicht fluchen, schreibt er. Das ist wahr, aber beten muss man, dass Gottes Name geheiligt und geehrt werde, des Papstes Name geschändet und verflucht werde, samt seinem Gott, dem Teufel, dass Gottes Reich komme, das Ende des Antichristreich zugrunde gehe. Solchen Fluch mag man wohl beten und soll ihn jeder Christ beten. Katastrophal hat sich Luthers Ablösung der Politik von der Moral ausgewirkt bis in unsere heutige Zeit. Dem preußischen Cäsar, Kaiser Wilhelm II., war es möglich, auf politischem Gebiet skrupellos jedes Mittel anzuwenden und doch zugleich oberster Bischof der evangelischen Kirche zu sein. Nach der Wahl am 13. März 1932, bei der Hitler 30% der Stimmen erhielt, schrieb Pater Ingbert Naab, vielleicht kennen Sie ihn von Konnersreuth her, der schrieb damals im geraden Weg, wo der frühere Redakteur und spätere Ausgeber des geraden Wegs aus Norddeutschland, der durch Therese Neumann katholisch wurde. Er war also ein Protestant und ein Katholik der Zeitung, der größten Zeitung in Bayern. Der hat ja einen Artikel in dieser Zeitung geschrieben und dann ist er selbst hingefahren und hat dann eben gesagt, ich muss dem Betrug auf die Schliche kommen, und ist dann nachher so beeindruckt gewesen, dass er nach vielen langen Studieren und Begegnungen mit der Therese Neumann katholisch wurde. Er wurde dann, weil er diese Zeitung, der lange Weg, er hatte die Zeitung rausgegeben 1932, und in diesem Jahr ist die Zeitung auf 1 Million gestiegen an solchen, die die Zeitung hielten. Und dann ist er nach der Machtübernahme zunächst ins Gefängnis geworfen worden in München und ist dann anschließend am Tag dieser Röhm-Affäre haben sie ihn in Dachau erschossen. Das sind so die Heiligen, die schon im Himmel sind und die ihre Sache gut gemacht haben. Also die Moral ist schlecht, und der Pater Ingberts schrieb also in Der gerade Weg unter dem Titel: Herr Hitler, wer hat Sie gewählt? Leute mit antirömischen Affekt. Sie sehen ganz genau, dass es die protestantischen Gegenden sind, die Sie als Ihren Mann betrachten. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie eine Karte aufhängen würden, und ich habe eine solche daheim, die genau zeigt, welche Gebiete überwiegend Hitler gewählt haben und welche ihn nicht gewählt oder sehr wenig gewählt haben. Es sind die katholischen Gebiete, die ihn nicht gewählt haben. Und die anderen nicht-katholischen Gebiete haben ihm eben ihre Stimme gegeben. Ich glaube, wir sind jetzt seine Luthers Ich-Bin-Worte. Ich bin unserem Herrn Jesu Christus unwürdiger Evangelist. Ich bin der deutsche Prophet. Ich bin Ekklesiastes von Gottes Gnaden. Ich glaube, wir und jene letzte Posaune, welche vor der Ankunft Christi ertönt. Ein großer Doktor bin ich geworden. Lasset mich sehen, sein auch in meinem Testament die Person, die doch wohl in Wahrheit bin, nämlich öffentlich, und die beide im Himmel auf Erden, auch in der Hölle bekannt, Ansehen und Autorität genug hat, der man trauen und glauben mag, mehr denn keinem Notario, Dr. Martinus Luther, der Gottes Notarius und Zeuge ist in seinem Evangelium. Er ist also von sich völlig überzeugt und er ist überspannt in seiner
in seinem Selbstverstand, obwohl er dann interessanterweise also auch manchmal helle Augenblicke hat und Dinge beim Namen nennt, wie ich ihn vorhin schon sagte, dass er sieht, dass also in seiner sogenannten Reformation die Menschen deutlich und nachweisbar und erkennbar schlechter geworden sind. Vor mir hat man wirklich nicht gewusst, was Eltern, was Kinder, was Frau, was Magd sei. Gott hat in 1000 Jahren keinen Bischof so große Gaben gegeben als mir. Sehe doch, welche Finsternisse bei den Kirchenvätern in Betreff des Glaubens obwaltete. Da der Artikel von der Rechtfertigung verdunkelt war, so war es unmöglich, krasse Irrtümer hintanzuhalten. St. Hieronymus schreibt über Matthäus, über den Brief an die Galater und den an Titus, aber wie armselig. Ambrosius hat 6 Bücher über die Genesis geschrieben. Oh, wie dünne seien sie. Augustin schreibt nie scharf über den Glauben, außer wenn er gegen die Pelagianer kämpft. Die heiligen Väter haben je besser gelehrt, denen geschrieben. Wir, Gottlob, schreiben das, den wir leben. Wenn wenigstens nicht Gregor der Große den Rest verdorben hätte. Er brach mit seinen pestilenzialischen Traditionen herein. Er band die Menschen an die Beobachtung des Fleischessens, an Chorkappen und Messen, an seinen Dreck, entschuldigt den Ausdruck, der steht aber da, und scheißerig Gesetz. Und es ist Blindheit gewesen. Ganz anders seine eigene Autorität. Zitat wieder, der Glaube kommt aus dem Gehör, das ist aus der Predigt oder aus dem äußerlichen Wort. Diese Ordnung hält Gott und zerreißt sie nicht. Darum ist Verachtung des äußerlichen Wortes und der Schrift eitel Gotteslästerung, welche auch die weltliche Obrigkeit zu strafen schuldig ist, laut des anderen zweiten Gebotes. Darin befohlen ist, dass man Gotteslästerung strafen soll. Mit anderen Worten, wer von seiner Schriftinterpretation abweicht, ist ein Gotteslästerer. Es ist schon merkwürdig, wie ungnädig der Prophet des gnädigen Gottes mit Andersdenkenden umgeht. Am Anfang seines Wirkens hatte sich Luther noch ehrlich gefragt, du allein wollest weise sein? Irren denn alle die unzähligen anderen? Haben so viele Jahrhunderte geirrt? Wie wenn du irren würdest, wenn du so viele Menschen mit dir in den Irrtum und in die ewige Verdammnis ziehen würdest. Das stammt aus dem Vorwort vom Missbrauch der Messe. Eine präzisere Frage hat wohl niemand gestellt. Soweit, das waren also die Dinge, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte, in der Sorge, dass ich hinterher keine Zeit dafür haben werde, Ihnen auch das vorzutragen. Und ich glaube, dass es eigentlich doch gut ist, wenn ich es Ihnen vorgetragen habe. Ich möchte noch hier ergänzend sagen, Sie wissen, unser Bischof, Erzbischof von Köln, hat oft, sagen wir mal, doch wirklich macht den Versuch, katholisch in die Welt hineinzuwirken. Manchmal allerdings vertut er sich, wenn er zum Beispiel bei der Frau Merkel dann beanstandet, dass sie, die CDU sollte doch ihr C ablegen, da sie das zweite erst geschieden und neu verheiratet ist. Da kann ich natürlich leider nur sagen, bitte verübeln Sie mir das nicht, dass ich also dem Erzbischof, den wir sicherlich Ehrfurcht schulden, dass ich das hier sage. Dann müsste er, wenn seine Kritik richtig wäre, müsste er die Ökumene aufgeben. Er müsste wissen, dass viele evangelische Pfarrer geschieden sind und neu verheiratet sind. Luther sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding, also kein sakramentales Ding, kein geistliches Ding, sondern ist ein weltliches Ding. Und die Protestanten handeln danach. Das wirkt eben auch in unsere Zeit. Das heißt, Luther, der hat also damit nicht nur, dass er eine aus dem Kloster geraubte Schwester geheiratet hat, die dann in allen Artikeln von den Protestanten als besonderes Hausmütterchen dargestellt wird. Nicht? Aber darüber kann ich im Einzelnen nicht so ganz genau, bin ich da nicht so ganz genau unterrichtet. Aber es ist eben so, der verehrte Kardinal hätte recht, wenn es die Ehe für die Protestanten ein Sakrament wäre. Das ist sie nicht. Und wie ich Ihnen schon sagte, es ist eben so, dass die Evangelischen
Christen, auch die Pfarrer. Es gibt, glaube ich, einige, die sind nicht nur einmal geschieden und neu verheiratet, sondern auch ein zweites Mal geschieden und neu verheiratet. Das ist eben so. Wenn ich Ökumene betreiben will, muss ich das zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht sagen, hier, die CDU muss ihr C ablegen. Dann musste man die Gemeinschaft, die politische Gemeinschaft mit den Protestanten aufgeben und müsste vor allen Dingen den Ökumenismus aufgeben, was ich eigentlich empfehlen möchte. Und wenn Sie zum Beispiel auf das Abendmahl der Protestanten, die ja doch uns immer wieder so herzlich einladen, um uns dadurch zu verführen, wenn Sie darauf achten, es ist auch heute, glaube ich, noch so, wie es früher war, jedenfalls bei manchen. Es ist eben, bei Luther ist Christus gegenwärtig, wenn man das Brot empfängt und daran glaubt, dass Christus zu einem kommt. Also die Wandlung, sofern eine überhaupt stattfindet, ist also durch den einzelnen privaten Menschen da und nicht etwa durch das Gebet vorher des Pastors oder dann hinterher, dass irgendein Segen gesprochen wird. Nein, Luther ist sich dessen bewusst, dass die Hostien selbst nicht gewandelt sind. Er unterscheidet sich zwar von Wycliffe, nicht Wycliffe, sondern von Zwingli. Er unterscheidet sich zwar von Zwingli und von Calvin, aber in diesem Punkte ist er eben auch genauso deren. Ich bin eben der Meinung, eigentlich haben die Protestanten gar kein Sakrament mehr. Denn Luther sagt einmal, die Taufe wäre eigentlich auch nicht nötig, um das Abendmahl zu empfangen. Das ist so. Das heißt, es ist viel schlimmer, als man normalerweise sagt, wenn man auf die Grundlagen zurückgehen will. Wobei ich ausdrücklich nochmal betonen möchte, ich weiß und ich kenne evangelische Christen, das sind edle Menschen, die versuchen, aus dem Geiste des Evangeliums zu leben. Die sind also keine Protestanten in dem Sinne. Nicht? Aber sie sind halt in dieser Tradition aufgewachsen und wir sollten Gott tatsächlich danken, dass wir in der Regel in katholische Familien hineingeboren wurden und eben dann das Glück haben, in diesem Geiste aufzuwachsen, wenn es uns also gegeben war, wie ich ihn ja vorhin schon andeutete, durch meinen Vater, der also den Nazis gegenüber sagte, als man ihn kirchlich aufforderte, er soll auch wenigstens in den NS-Ärztebund eintreten, da hat er gesagt, nicht den kleinen Finger. Und das ist auch mein Vorbild, mein Vater, in der Frage der Heiligen Kirche. Also, das Abendmahl bei Luther ist so, bei den Evangelischen, bei den Lutheranern, wenn die Feier vorbei ist, dann geht der Pastor in die Sakristei und die übrig gebliebenen Hostien, die ja tatsächlich keine Konsekration erlebt haben, sondern von Luther eben einfach die Konsekration, wenn man so überhaupt davon sprechen will, durch den Einzelnen beim Empfang vollzogen wird. Die werden dann eben wieder in die Schublade getan. Das ist fertig. Oder der Wein, an dem also 20 oder 30 genuppelt haben, am Kelch, ja, der wird vom Pastor dann unter Umständen in den Ausguss geschüttet, der Restwein. Das ist eben so. Da darf man nicht erschrecken, aber man sollte das zur Kenntnis nehmen, um zu sehen, dass dieses ganze Spiel mit uns katholischen Christen, ich glaube, dass es eine hinterlistige Angelegenheit ist. Nicht? Also, dass man auch, leider Gottes hat der Papst Paul VI., der so große Verdienste hat mit seiner Enzyklika über die Ehemoral und der auch ein wunderbares Glaubensbekenntnis abgelegt hat und der gute und schöne Enzykliken geschrieben hat über die Gottesmutter und über die Heilige Eucharistie. Leider hat dieser Papst eben dann bezüglich der Heiligen Liturgie vieles zerschlagen und kaputt gemacht. Ich glaube sogar, dass das ungültig ist, was er gemacht hat. Nämlich, wenn Sie überlegen, Sie sollten alle einmal in aller Ruhe, und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal, die
die Bulle Pius V., des Heiligen, lesen, wo er ausdrücklich feststellt, kein Priester darf von irgendeiner Autorität gehindert werden, das heilige Messopfer in der von ihm herausgegebenen Form zu feiern. Und zwar, er sagt, nennt ausdrücklich, sowohl, das gilt sowohl, an keinem Ort darf ein Priester gehindert werden und zu keiner Zeit darf er daran gehindert werden. Das steht so in dieser Einleitung. Und diese Einleitung, die stand, wie Sie ja wissen, und steht auch heute noch in den alten Messbüchern 400 Jahre lang. Das bedeutet, dass alle Päpste, die bis auf Johannes den 23., alle Päpste dazwischen, diese ausdrücklich voraussetzten und zur Bedingung machten gewissermaßen. Und deswegen ist die ganze Diskussion darüber oft so unehrlich innerhalb unserer heiligen Kirche. Das bedauere ich sehr, muss ich sagen. So, verehrter Meister, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Vielleicht 10 Minuten. Ein Stündchen müssen wir noch vor der Konferenz spannen können. Also. Ich hatte hier ausdrücklich vorne festgestellt, ich möchte betonen, auch wenn es manchen so scheinen mag, dass ich grundsätzlich keine Pauschalurteile abgebe. Alles, was ich sage, kann ich belegen wissenschaftlich. Keine Pauschalurteile abgebe und auch keine Kollektivschuld kenne. Abgesehen davon, dass der Herr in der Bergpredigt mahnt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Glauben Sie ja nicht, dass ich in dem, was ich jetzt vortrage, dem widersprochen habe, weil die Wissenschaft muss ja einfach die Wahrheit auch einfach herausstellen dürfen. Und wenn man überlegt, dass die katholische Wahrheit tatsächlich in einer schmählichen Weise auch bis heute noch in allen Büchern, die über Geschichte handeln und nicht von Katholiken bewusst herausgegeben wurden, dass sie immer noch benachteiligt wird. Oft die Dinge falsch und schief dargestellt werden. Natürlich wissen wir, wo Menschen sind, menschelt es. Das ist leider auch in der Heiligen Kirche nicht anders. Und leider Gottes müssen wir ja in dieser Heiligen Kirche manches einstecken, was eigentlich nicht ganz so schön ist. Das ist nun mal so. Aber trotzdem wird die katholische Sache immer wieder falsch dargestellt. Der Luther wird geradezu zu einem Heiligen hochstilisiert. Ich kann Bücher zeigen, wo das so ist. Es ist also gar nicht erfreulich, was man da macht. Dennoch gilt also so auch der Text in den Apostelbriefen, nämlich über das andere nicht richten. Außerdem sollten wir sehen, dass jedenfalls die meisten von uns die unverdiente Gnade hatten, wie ich schon sagte, in der heiligen katholischen Kirche hineingeboren zu werden. Historisch muss man natürlich auf die Fakten schauen und diese sind vielfach anders, als es uns ständig eingeredet wird. Dazu eben auch ein Beispiel aus der Politik, was also jetzt mit unserem Thema nur als Beispiel zu tun hat. Die meisten Leute wissen nicht, dass Hitler zu keinem Zeitpunkt bei einer demokratischen Wahl die Mehrheit bekommen hat. Die letzte Wahl vor der sogenannten Machtergreifung, die brachte ihm 33,5%. Ein Drittel der Wähler haben also da Hitler gewählt. Bei der nächsten Wahl, die nach der Machtergreifung stattfand, wie Sie ja wissen, da wurde nochmal gewählt, brachte dann trotz des Terrors der Nazis nur 44%. Und dann waren es die Stimmen der Deutschnationalen, die sich auch gleichzeitig eben Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot nannten. Die brachten dann die Nazis mit den Deutschnationalen zu 52%, also einer parlamentarischen Mehrheit. Was die sogenannte Reformation angeht, ist die Einseitigkeit in der Darlegung der geschichtlichen Fakten
zugunsten der Protestanten geradezu erschreckend. Der große katholische Kirchenhistoriker Ludwig von Pastor, er starb 1928, also ich war da schon auf dem Leben, war schon geboren, schrieb als junger Gelehrter: Immer klarer wird mir, welch schmähliches Unrecht von der protestantischen Geschichtsschreibung an der katholischen Kirche verübt worden ist und noch täglich verübt wird. Fast die ganze deutsche Geschichtsschreibung seit 300 Jahren ist gegen die Wahrheit und gegen die Hälfte der deutschen Nation gerichtet. An uns Katholiken ist es, dies wieder gut zu machen. Dabei muss man wissen, dass er als Kind und Jugendlicher Protestant war, weil sein Vater Protestant war. Und dann erst sich überzeugte, weil seine Mutter, die katholisch war, gerne gesehen hätte, dass er katholisch wird, aber da ist er nicht sofort drauf eingegangen, sondern hat erst die Dinge wirklich geprüft und wurde dann katholisch. Sie wissen, von ihm stammt die berühmte Papstgeschichte von 1400 bis 1800. Nicht? Sind also, ich weiß nicht jetzt, wie viele Bände es sind, 12 oder wie viel, der wird also die ganze Kirchengeschichte anhand der Papstgeschichte dargestellt. Er hat dann im Übrigen auch noch um die Jahrhundertwende, hatte er dann die Geschichte des deutschen Volkes seit Ausgang des Mittelalters, ebenfalls bis zum Dreißigjährigen Krieg, die war an sich herausgegeben von Johannes Jansen. Und der Pastor hat dieses Buch dann in zweiter und weit bis 17. Auflage immer wieder neu herausgegeben. Also, auf katholischer Seite gibt es leider stets Leute, die dazu neigen, aus falscher Höflichkeit, aus Liebedienerei, aus Furcht, durch die Wahrheit die anderen zu kränken, aus Karrieregründen, aus Feigheit oder, was wohl oft mitentscheidend ist, aus blanker Unkenntnis, meinen sie, falsche Aussagen stehen lassen zu müssen und sie zumindest indirekt zu unterstützen. So ist zum Beispiel der Grobianismus im Zeitalter der sogenannten Reformation unter den Gelehrten weit verbreitet gewesen. Zwar fiel Petrus Canisius, der heilige Kirchenlehrer und zweite Apostel Deutschlands, fiel der eben nie zwar fiel Petrus Canisius also nie im Ringen um den unverfälschten Glauben aus der Rolle, was man bei manchen anderen Verteidigern des katholischen Glaubens nicht immer behaupten kann. Wer aber den Grobianismus zur Entschuldigung der sprachlichen Unanständigkeiten, der Blasphemien, der Fäkalsprache, der hemmungslosen Beschimpfungen, der wiederholten Aufforderung zu Mord und Totschlag, die Verletzung alles Heiligen, die maßlosen, widerlichen Hasstiraden Luthers damit entschuldigen will, der kennt entweder die Wirklichkeit nicht oder er spricht die Unwahrheit. Freilich hat schon der Jesuit, der Professor Hartmann Grisar, mit seinen wertvollen Luther-Studien vor dem Ersten Weltkrieg und dann 1926 in einem zusammenfassenden Werk Martin Luthers Leben und sein Werk bei Herder 1926 auf Luthers zweifellos krankhaft seelisches Leiden hingewiesen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Eben erklärt Luther in einem Brief an den Papst bezüglich seiner Ablassthesen: Widerrufen kann ich nicht. Am Ende aber bricht er in die Beteuerung aus: Heiligster Vater, ich werfe mich vor deinen Füßen nieder. Was dir gefällt, gib Leben oder Tod. Deine Stimme werde ich anerkennen als Christi Stimme, der in dir regiert und spricht. Grieser nennt dieses Verhalten einen anormalen Charakter und ein krankhaftes Gemüt. Viel deutlicher wird dies behandelt von dem Arnsteiner Pater Dr. Albert Mock, Professor für Psychologie an der Universität zu Köln, in seinem Buch Abschied von Luther. Lute Verlag, Köln, 1985, jedenfalls da habe ich das Buch
gekauft um diese Zeit und auch gelesen. In seinem Vorwort schreibt Mock: Die Beschäftigung mit Luther führt, wenn sie ernst und aufrichtig gemeint ist, eo ipso zur erneuten Entscheidung für oder gegen Christus und seine Kirche. Man kann sagen, dass das in den Luther-Biografien und in den Medien aufgezogene Lutherbild nicht mit dem Luther der Quellen übereinstimmt, so Mock. Professor Mock schreibt: Sich des gleichen Wortschatzes zu bedienen, heißt noch lange nicht, auch die gleichen Begriffe und Vorstellungen zu haben. Was Luther unter Gott und Christus versteht, dürfte etwas wesentlich anderes sein als das, was die Heilige Schrift, die Konzilien, die katholische und orthodoxe Kirche darunter verstehen. Ich habe vor allen Dingen das Buch von Bär, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, auch vor einigen Jahren gelesen. Da hatte ich selbst den Eindruck und den Zweifel, ob man ihn überhaupt noch als Christ bezeichnen kann. Aber wie gesagt, das müssen Sie selbst nachprüfen. Wenn man dazu die wohl gründliche Luther-Studien des vor wenigen Jahren verstorbenen Theobald Bär in seinem umfangreichen Buch Der fröhliche Wechsel und Streit, ich habe die erste Auflage 1980, hinzuzieht, wird dies voll bestätigt. So lehrt Luther nach 1545, das Wort ist Fleisch geworden und Jehova ist Fleisch geworden. Das heißt, wir nennen diese Lehre, diese Auffassung, nennen wir Modalismus. Das heißt, dass Gott nicht in drei Personen existiert, sondern die drei sind gewissermaßen nur Bilder, in denen Gott jeweils auftritt, in diesem modalistischen Sinne. Nicht? Das Konzil von Ephesus, 431, das dritte Ökumenische, verwirft eine bloße Hinzufügung zum ewigen Wort Gottes und lehrte: Wenn jemand sage, dem Menschen Jesus sei die Herrlichkeit des Eingeborenen hinzugefügt, wie einem, der außerhalb von ihm existiert, anathema sit, der sei also ausgeschlossen. Luther freilich sagt aditus ad eam, hinzugefügt. Der Mensch Jesus ist nur dem ewigen Wort hinzugefügt. Diese schon sehr früh, 1509 und danach vorgetragene Lehre, auf die hier nicht weiterhin eingegangen werden kann, kann man freilich in der Volksbelehrung nicht zum Tragen, wie man schon im kleinen Katechismus Martin Luthers feststellen kann. Da steht unser sogenanntes kleines Glaubensbekenntnis gleich hinter den 10 Geboten. Letztere, die ja zum Befolgen und also zum guten Handeln auffordern, widersprechen wiederum seiner Lehre, da ja Luther sagt, gute Werke sind völlig unnütz. Das ist die offizielle Lehre Luthers. Nicht? Dadurch wird man nicht selig. Was in diesem Katechismus richtig ist, hat Luther von der heiligen katholischen Kirche übernommen, und das ist nicht wenig. Im Anhang freilich steht ein vorsätzlich böses Wort. Da heißt es: Es dient der Indoktrination der Kinder und einfachen Menschen und lautet: Der kleine Katechismus für einfältige Christen und die Augsburgische Konfession als das erste entscheidende Zeugnis der Reformation, dadurch der alte christliche Glaube bezeugt wird, was natürlich nicht zutrifft, und die eingeschlichenen Irrlehren und Missbräuche sonderlich der römisch-katholischen überwunden und abgestellt werden. Und ich möchte gleich enden, indem ich hier noch darauf hinweise, dass mir ein älterer Priester vor wenigen Jahren schrieb, ein Mitbruder: Im Kaplanskonveniat 1938 in Deutz bei Köln stellten die Priester fest, dass bei der Konfirmation junge Menschen durch zwei Spritzen der Konfirmation, die hat also gar nicht etwa, da haben die Lanze zwar auch Psalmen auswendig, das weiß ich, aber es hatte vor allen Dingen den Sinn, den Ablass und die Unfehlbarkeit, das waren die Spritzen gegen die katholische Kirche. Man wollte sie immun machen, die Kinder. Ja, sowas ist sicherlich häufig und ist es wahrscheinlich oft genug noch heute. Ich möchte hier abbrechen, damit Sie nicht... Ich möchte wieder anfangen mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
unter deinen Schutz und Schirm, verheer, heilige Gottes Ehren. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für uns und für die Verstorbenen, heilige Gottesmutter. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich mich recht erinnere, war ich gestern gekommen bis zu den Duellen, die der Martin Luther als Student auf sich genommen hatte. In dem ersten hatte er seinen Kontrahenten Hieronymus Bunz tödlich verletzt. Und beim zweiten Mal war er selbst schwer verletzt worden und im Grunde genommen floh er daraufhin in das Kloster. Die Universitätsgerichtsbarkeit war geändert worden und so ist er dann in das Kloster gekommen. Ich habe dann auch daran erinnert, dass 1966 der Konvertit und Indologe Professor Dr. Paul Hacker ein gelehrtes Buch mit einem Vorwort von Josef Ratzinger herausgegeben hat mit dem Titel Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Einige Zitate davon habe ich Ihnen ja gezeigt, dass er doch sehr ich-bezogen war, dass er immer nur von seinem Ich ausging und dass er, wenn wir mal von seinen Krankheitsanfällen mal absieht, die dann in das Gegenteil hineinglitten, er eben im Grunde genommen so sich selbst überschätzte und sich als den eigentlichen großen Mann, den Apostel der Deutschen, dann eben einschätzte. Der Paul Hacker und Theobald Bär, den ich ja auch bereits erwähnt habe, könnten uns im Glaubensverständnis Luthers tiefer einführen, aber das würde dann hier unsere Überlegungen übersteigen. In der Heiligen Schrift heißt es, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Auf dem Areopag dann sagte der heilige Paulus zu den Athenern, Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt, da er sichtbar erschienen ist, den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allem Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Sie wissen, wie es dann weiterging in der Apostelgeschichte. Die einen haben gesagt, was will eigentlich diese Nebelkrähe hier? Und die anderen haben gesagt, wir wollen sie ein andermal hören und sind also weggegangen. Und einige haben sich aber bekehrt. Der Fachmann für die empirische Psychologie, besonders für die Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie sowie die Psychologie der Zeugenaussagen, Professor Albert Mock, der dieses kleine Büchlein geschrieben hat, das ich Ihnen also warm ans Herz legen möchte, aus dem ich viel geschöpft habe. Ich habe es nicht nur einmal gelesen, ich habe es zweimal gelesen. Das sollte man ja eigentlich bei guten Büchern immer gleich so machen. Jedenfalls, wenn man älter geworden ist und das Gedächtnis nicht mehr ganz so gut ist wie vorher. Der Albert Mock bemerkt dazu, Gott ist in Jesus von Nazareth wahrnehmbar, empirisch erfahrbar geworden, und zwar unmittelbar in seiner Person, seinen Worten und Taten, den Augen und Ohren zeugen. Und so heißt es ja auch im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut haben, und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Und unmittelbar und mittelbar durch ihr Zeugnis im Evangelium und in den lebendigen Kirche.
Das so Erfahrene und Mitgeteilte übersteigt alle Mythen und alles bisher Dagewesene und Erdachte. Die Ablehnung oder Nichtbeachtung dieses Herrn und Heilandes Jesus von Nazareth ist nicht mehr zu entschuldigen, so sagt hier dieser Fachmann in Psychologie, und wird denen, die nicht glauben, obwohl sie ihn kennengelernt haben, zum Gericht. Dabei werde ich erinnert an den großen englischen Schriftsteller, der leider so vor der Tür des katholischen Glaubens stehen geblieben war, nämlich Clive Staple Louis. Der schreibt ja auch in einem seiner Bücher, er ist ja Wissenschaftler für die Literatur, er sagt, wer die Literatur der Jahrhunderte kennt und wirklich Fachmann ist, der erkennt sofort, dass etwa die Szene Jesu mit der Frau am Brunnen, dass das keine Erfindung ist. Er sagte, entweder hat das ein Augenzeuge gewissermaßen aufgeschrieben, jemand, der das gesehen und erfasst hat, oder aber die Evangelisten wären gewissermaßen literaturgeschichtlich so weit wie die moderne Zeit in der Darstellung von Dramen und Romanen und ähnlichen Dingen. Er sagt, ein drittes ist gar nicht möglich. Das heißt, ich zitiere ihn deswegen, weil auch er ausdrücklich zeigt, dass aus seiner literaturwissenschaftlichen Sicht, also nicht bloß der psychologischen Sicht, die Evangelien so sind, dass man sie eigentlich, wenn man wirklich die Dinge kennt, nicht leugnen kann. Deswegen habe ich das noch erwähnt, zusätzlich zu der Aussage hier. Die empirische Psychologie, insbesondere die Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie, sowie die Psychologie der Zeugenaussagen, verfügt heutzutage über die wissenschaftlichen Instrumente, um die Worte und Taten Jesu des Herrn, wie sie in den Evangelien bezeugt sind, als wirklich erlebte und real geschehene historische Fakten nachzuweisen. Sie sind nach Meinung des Fachmanns Albert Mock die psychologisch unentbehrliche Basis unseres christlichen Glaubens. Das ist insofern schon wichtig, wenn Sie an Bultmann denken, diesen evangelischen Theologen, der ja nur gelten lässt, gewissermaßen, was über das Zeitliche hinausgeht. Das heißt, er sagt, die Welt ist heute so wissenschaftlich durchdrungen, das elektrische Licht, das die Menschen haben, den Schalter, den sie anstellen und so weiter. Er sagt, da sind die Wunder unglaubwürdig geworden. Ich muss allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, ich halte gerade die Wunderberichte der Kirche, ich erinnere hier an die Wunder sind Parallelen zum Neuen Testament vom Schamoni. Im zweiten Auflage wurde dann das Buch umbenannt und heißt jetzt Wunder sind Tatsachen. Ich halte die erste Ausgabe und Überschrift für besser, Parallelen zum Neuen Testament, weil er nämlich damit einfach sagt, ich beweise hier in sorgfältigsten Studien und im Nachweis, dass es sich jedes Mal um Dinge handelt, die von glaubwürdigen und nicht zu widerlegenden Zeugen ausdrücklich festgestellt wurden. Denken Sie nur an das Wunder von Ubeda im Jahre 1921. Mein Vater war damals schon lange Arzt, schon im Ersten Weltkrieg. Und da wurden unter Zeugen von Ärzten explodierte ein kleines Fläschchen, was die Dame, die den Ärzten bei einer Operation helfen sollte, eben mit einem Splitter so über das Auge fuhr, dass das Auge sofort auslief. Sie riefen trotzdem, die drei Ärzte, noch einen Spezialisten dazu. Und der sagte, ja, da kann man nichts machen. Er gab dann ein Medikament, damit das nicht eitert, damit das also in Ruhe abheilen kann. Das hat er dann verschrieben und dann hinterher wollte er ein Glasauge einsetzen. Und dann haben ehrwürdige Schwestern im wahren Glauben und die Angehörigen stürmisch zum Himmel gebetet und eine Novene gehalten.
Und dann haben sie gesagt, ob sie nicht die von der Joachina, einer Schwester, die in dem Ruf der Heiligkeit gestorben war, ob sie da nicht eine Reliquie drüber rauflegen könnten auf den Verband. Die Ärzte haben gesagt, das kann ja auf keinen Fall schaden. Und also wurde das gemacht. Und nachdem sie nach 9 Tagen den Verband abnahmen, da war das Auge wieder da. Und das wurde unter Eid von Ärzten vor der Versammlung, also bei der Seligsprechungsprozess, ausdrücklich festgestellt. Die Ärzte sagen in diesem, das kann man nachlesen bei Schamoni, sie sagen, es ist unmöglich, das Menschen nach unserem wissenschaftlichen Stand erklären zu können. Da ist eine größere Macht dahinter, die das bewirkt hat. Aber auch das nur als kleine Ergänzung. Also, Luther selbst sieht diese Fakten, diese psychologischen, also die Fakten, dass man das Evangelium wörtlich nimmt und auch die Dinge, die da geschildert werden, in seinen Glauben aufnimmt und nicht nur in diesen punktuellen, von ihm erfundenen Glauben, dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat am Kreuz. Und wenn ich in diesem Sinne glaube, dann heißt es eben bei Luther, das wissen Sie, sünde nur tapfer drauf los, wenn du nur so umso tapferer glaubst. Das heißt, auch der Glaube, den Luther vertritt, ist keineswegs der heilige katholische Glauben. Keineswegs das, was wir in dem kleinen Gebet ja sagen, nicht, oh mein Gott und Herr, ich glaube alles, was du geoffenbart hast und durch deine heilige Kirche uns zu glauben lehrst. Das heißt, Luther leugnet jede Art von Lehramt. Und nach seiner Meinung ist jeder Mensch ist frei und glaubt, braucht nur das anzunehmen, was er selbst für gut hält. Das ist die lutherische Lehre. Und ich habe mal Leute getroffen, die sagten, das ist ja die wunderbarste Religion, die es gibt. Man kann machen, was man will, und dann ist man eben doch, man glaubt, und also geht's zum Himmel auf. Nicht? Na, da haben sie sich gewaltig sicher getäuscht haben. Also, der heilige Paulus, der Luther meint, das wäre also dämonisch, diesen Glauben, wie die Kirche ihn sieht. Luther macht, also jeder macht sich seinen eigenen unverbindlichen sogenannten Glauben, von dem der heilige Paulus ja sagt, dass es ein Ohrenkitzel wäre, im 2. Timotheusbrief. Nicht die kognitive, also die erkennbaren Dinge sind da das Wesentliche, sondern nur die delektive Funktion des Menschen. Sein Herz kann sich noch der Zustimmung zu diesen Zeugnissen verschließen, meint hier der Albert Mock. Gott fängt die Weisen in ihren eigenen List, das ist wiederum ein Wort vom heiligen Paulus im 1. Korintherbrief. Das heißt, er wird sie mit den Ergebnissen ihrer eigenen Wissenschaft überführen, wovon ich Ihnen ja 2 Beispiele berichtet habe. Dies ist die psychologische, des biblischen, traditionellen, traditionell theologischen und historischen Glaubens. Gott gibt jedem Menschen helfende Gnade. So steht es ja auch im letzten Evangelium, im Prolog, das wir als letztes Evangelium in jeder heiligen Messe ja ausdrücklich wählen. Es war eben das Licht, das in diese Welt gekommen ist und alle Menschen, die in diese Welt kommen, erleuchtet. Nicht? Das heißt, jeder Mensch bekommt so viel Gnade, dass er selig werden kann. Das ist aber völliger Unsinn, das muss ich extra dazu sagen, damit das nicht wieder missbraucht wird oder missverstanden wird. Es ist völlig unsinnig zu meinen, Leute würden durch den Buddha in den Himmel kommen oder durch irgendeinen chinesischen verehrten Menschen oder durch irgendeinen oder durch den Mohammed und seinen Allah. Das ist völliger Unsinn. Die anderen Weltreligionen sind keine Religionen, die den Glauben im eigentlichen Sinne vermitteln. Wenn ein Mohammedaner in den Himmel kommt,
dann deswegen, weil er seinem Gewissen gefolgt ist und soweit er konnte, eben wirklich dem wahren Gott dienen wollte. Dasselbe gilt für die Hinduisten und für alle anderen. Nicht wegen dieser Religionen, sondern trotz dieser Religionen werden sie selig. Und ich hoffe, möglichst viele Menschen wird dieses Glück ereilen. Gott gibt jedem Menschen helfende Gnade, damit er das Gute erkennt und das Böse meidet, damit er auf das Angebot Gottes und sein Werben eingehen kann. Es ist der Irrtum Luthers, dass er verkennt, dass Gott dem Menschen natürlich zuerst die helfende Gnade gibt, damit er nachher mitwirken kann an das, was Gott an uns tut. Richtig ist zu sehen, dass ohne die Hilfe Gottes der Mensch nicht selig werden würde. Das ist völlig klar. Da stimmen wir in diesem Pünktchen tatsächlich überein. Ich habe schon eben das letzte Evangelium genannt. Das war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Johannes Evangelium, 1. Kapitel, 9. Vers. Es ist im Übrigen die Übersetzung aus der Vulgata, muss ich extra dazu sagen. Aber die Vulgata ist ja auch vom Konzil von Trient als verbindlich ausdrücklich verkündet worden. Luther jedoch steht wie so oft gegen die Heilige Schrift. Nach Luther ist der Glaube ausschließlich Gottes Werk, nicht des Menschen. Der Glaube ist Gottes, nicht des Menschen Werk, sagt er. Alle anderen Werke wirkt Gott mit uns und durch uns. Dieses allein wirkt er in uns, ohne uns, nämlich den Glauben. Er wirkt nach Luther allein inwendig, ich bezogen, für mich und ohne jeden Bezug zur äußeren Erfahrung. Der Glaube zielt auf die persönliche, gefühlte Heilsgewissheit, nicht auf Christus selbst bei Luther. Christus ist für Luther nur Mittel zum Zweck. Nicht etwa Zielpunkt liebender Vereinigung oder Mittler einer solchen Vereinigung. Durch Christus wird der Zorn Gottes von mir abgewendet, von mir. Die Liebe hat in diesem Glauben keinen Platz, weder die Gottes- noch die Nächstenliebe. Liebe zu Gott gibt es bei Luther nicht, sie wäre verdammliches Gesetzeswerk. Über die Nächstenliebe hat Luther viele lobenswerte Worte gefunden. Sie hat aber keinerlei Heils- oder Verdienstwert im Hinblick auf die Gnade und Sündenvergebung. Nicht einmal die irdische Person Jesu und etwa seine Wunder sind der letzte Grund des Glaubens an das Wort, sondern das Wort für sich selbst, so bei Luther, muss dem Herzen dieses Wort genug tun, den Menschen beschließen und begreifen, dass er gleich drin gefangen fühlet, wie wahr und recht es sei, wenn gleich alle Welt, ja, wenn Gott gleich selbst anders sagte. Luther ist ja oft sehr radikal und eigentlich, möchte ich sagen, blasphemisch gegenüber der Herrlichkeit und der Macht Gottes. Aber das hängt alles mit seiner Krankheit zusammen. Das Ich allein muss es fühlen und diesen Glauben ergreifen. Durch das innere Urteil urteilt jeder, durch den Heiligen Geist oder die besondere Gabe Gottes erleuchtet mit höchster Sicherheit und entscheidend entscheidet die Dogmen und Meinungen aller. Das heißt, es gibt kein Lehramt für Luther. Jeder entscheidet seinen eigenen Glauben. Nicht? Man kann also, der Glaube Luthers ist so, dass von daher gesehen selbstverständlich die vielen Denominationen nachher des Protestantismus über die ganze Welt ausgebreitet haben. Nicht? Freilich muss ich sagen, der Pietismus zum Beispiel kann von Luther in der Form nicht abgeleitet werden. Der geht dann eher auf Melanchthon zurück. Nicht? Überhaupt ist es so, der wahre Luther ist verdeckt. Und alles auch, was Melanchthon nach dem Tode Luthers tat, er jubelte geradezu, als er tot war, weil sie sich ja nicht verstanden. Und da ist er im Grunde genommen, das, was man als Lutherismus spricht, ist weitgehend also die Lehre des Melanchthons, der insgesamt gesehen versöhnlicher ausgerichtet war, obwohl er auch einige schwere und, sagen wir mal, böse Dinge gesagt und eben vorangetrieben hat.
Das Evangelium hat all das als Eigenart, dass es durch menschliche Historien nicht gegeben wird. Das wäre dämonischer Glaube nach Luther. Diese erfahrungsunabhängige, ausschließlich gottgewirkte, rein inwendige und beziehungslose Glaube ohne Angelegenheit angelegt sein auf Liebe und Mitteilung ist sowohl, sagt dann hier Albert Mock, psychologisch als auch biblisch ein Unding. Aber es ist der Glaube, den sich Luther konstruiert hat, um von seiner Angst, mit der Angst fertig zu werden. Er enthält alle wesentlichen Kenntnisse manisch-depressiver Wahnvorstellungen, die da sind: erstens überdimensionale Selbstsicherheit und Überzeugung. Das heißt, wenn man eben glaubt, dann kommst du in den Himmel. Zweitens eine Unbeeinflussbarkeit durch Erfahrung oder zwingende Schlüsse. Also es fehlt ihm völlig die Akkommodationsfähigkeit, das heißt auf die anderen und auf das, was andere sagen, einzugehen. Drittens absolute Unkorrigierbarkeit auf dem Höhepunkt der Krankheit. Viertens, der Wahninhalt wird von niemand oder fast niemand aus seiner Umgebung noch so akzeptiert. Ich muss Ihnen gestehen, als ich das Buch das zweite Mal las von dem Albert Mock, da ging mir vieles erst deutlich auf und ehrlich gesagt, ich bekam Mitleid mit Luther. Dass es einfach ein so schwer psychopathischer Mensch war, ein Mensch, der so sehr unter sich selbst litt, dass man eben rein vom Außen her gesehen, nicht, damit will ich nicht entschuldigen, was er getan hat, insgesamt gesehen. Aber man muss eben doch sehen, er war ein schwer seelisch erkrankter Mensch. Luthers Unbeugsamkeit und Unkorrigierbarkeit braucht nicht weiter belegt zu werden. Jeder, der anderer Meinung war als er, war des Teufels. Nicht nur die Papisten und nicht nur Zwingli, sondern sogar seine nächste Umgebung, namentlich eben auch Melanchthon und seine Gesinnungsfreunde. Viele Autoren versuchen immer wieder, das Verhältnis Luthers zu Melanchthon zu glätten, wie überhaupt vieles von den sogenannten protestantischen Wissenschaftlern, die versuchen, vieles zu beschönigen oder zu glätten. Also, die wollen das nicht wahrnehmen, dass im Grunde genommen auch zwischen diesen beiden eine ganz erhebliche Spannung bestand. Sie versuchen es euphemistisch darzustellen. In Wirklichkeit ging es bis an die Grenzen gewalttätigen Hasses und, wie Melanchthon es einmal nannte, schändlicher Sklaverei. Luthers Flucht aus Wittenberg im Sommer 1545, also wenige Monate vor seinem Tod, war weniger wegen der beklagenden Sittenlosigkeit erfolgt, als wegen der unerträglich gewordenen Spannungen mit Melanchthon und den Sakramentierern, wie er sie nannte. Als Luther 1545 eine Verurteilungsschrift, gleichsam ein Bannschreiben gegen Melanchthon und die Wittenberger Professoren abfassen wollte, ließ ihm der Kurfürst durch seinen Kanzler Brück am 26. April ausrichten, dass er sich eines so betrübenden Schrittes enthalten möge, was dann auch geschah. Ohne Melanchthons Nachgiebigkeit und immer wieder bis zur Zerreißprobe ausgleichender Art, um die sogenannte Reformation zu retten, und die Wachsamkeit des Kurfürsten, der natürlich auch sah, dass dann die ganze sogenannte Reformation und all das, was die Fürsten ja im Grunde genommen, wofür sie die Hauptlast eigentlich, der Schuld tragen, denn sie wollten erstens unabhängiger vom Kaiser sein und was sie ja auch erreicht haben im Laufe der Zeit, dass sie zu praktisch selbstständigen Fürsten wurden und dann eben auch, sie bereicherten sich an dem Kirchengut. Das hat im Übrigen ja auch der Heinrich VIII. In England getan. Da hat die ganzen Klöster beraubt und an der Krone zugeteilt. Und dann hat er einige wenige zu Altenheimen gemacht und ließ sich dafür preisen als der große Wohltäter der Menschheit.
So ist das halt. Nicht? Die Fürsten also tragen schon eine ganz erhebliche Mitschuld, dass sich überhaupt diese Sekte durchhalten konnte und dann immer mehr ausbreitete. Und zwar ganz systematisch versuchten sie, zum Beispiel ein Bistum nach dem anderen zu legen und es dem Protestantismus zuzuführen, was ihnen leider Gottes vielfach gelang. Also als Luther eine Verurteilungsschrift schreiben wollte gegen Melanchthon, hat der Kurfürst ihn davon abgehalten. Ohne Melanchthons Nachgiebigkeit und immer wieder bis zur Zerreißprobe ausgleichende Art, um die sogenannte Reformation zu retten und die Wachsamkeit des Kurfürsten, wäre die reformatorische Bewegung damals zerfallen. Der große katholische Kämpfer, der Priester Cochleus, einer der bedeutendsten Gegner Luthers, der sah das bald, aber Luthers unerwarteter Tod in Eisleben wurde von Melanchthon sogar mit Genugtuung aufgenommen, wie Luthers Arzt Ratzeberger später geäußert hat. Da Melanchthon nach dem Tode Luthers dessen Führungsrolle übernahm, sah er auch die Gelegenheit gekommen, endlich seine Theologie zur Geltung zu bringen. Es ist eben so bei den Protestanten ganz ähnlich, weil ja jeder selbst sagt, was er zu glauben hat. Die Heilige Schrift allein und die Heilige Schrift ist für jedermann auslegbar. Und deswegen kann jeder aus der Heiligen Schrift seinen eigenen Glauben herauslesen. Nicht so ist das. Also Luthers, der hat also seine eigene Theologie, aber unter dem Namen Luthers weiter betrieben. Und das ging bis in unsere Jahrhunderte hinein. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass Leute wie Jansen, Johannes Jansen, mit seinen 8 Bänden die Geschichte seit Beginn des Ausgangs des Mittelalters bis zum Dreißigjährigen Krieg und eben auch andere, dann etwa der Denifel oder der Griesa, die dann im 19. und 20. Jahrhundert eben auch über Luther schrieben und studierten. Sie sind im Grunde genommen diejenigen, die die Luther-Forschung erst richtig voranbrachten, bis zu Theobald Bär. Ich glaube, viele wissen nicht, was eigentlich der Luther, der freilich 120 dicke Bücher geschrieben hat, die also da gesammelt sind, die kaum wohl ein Mensch in seinem Leben lesen würde, dass er erst von den Katholiken das so recht in Bewegung gebracht wurde. Also diese evangelische Kirche ist bis heute zwar ihrem Etikett nach eine lutherische, inhaltlich aber ist sie weitgehend eine melanchthonische. Der Original-Luther ist dadurch über Jahrhunderte verdeckt geblieben, wie auch der Pietismus ja beweist. Ich habe Ihnen das ja schon wohin gesagt, der aus Luthers Theologie ja nicht abzuleiten ist. So trifft auch das letztgenannte Kennzeichen des Wahns, nämlich in seinen Ideen von seiner Umgebung nicht mitgetragen zu sein, auf Luther zu, entgegen weit verbreiteter anderer Vorstellungen. Luthers absolute Sola-Theorien, allein der Glaube, allein die Schrift, nicht? Das ist allein die Gnade, diese Theorien und seine für ihn nicht zu integrierenden Theorien sind Symptome einer gestörten und seelisch-geistigen Funktion entstanden aus der endogenen, also innerlichen und exogenen, äußerlich bedingten Angst vor dem drohenden Zorn des in sich grausamen Gottes, wie Luther selbst sagt, und der zwanghaften Einbildung, nichts Gutes tun zu können und sündigen zu müssen. Dieser Glaube ist psychologisch so anormal wie Feuer ohne Wärme und Antriebskraft, wie Erkenntnisfunktion ohne Gerichtetheit auf Gefühls- oder Wertungs- und Mitteilungsfunktion, obgleich sie eine unauflösliche Wirkeinheit darstellen. Vor allem die Mitteilungsfunktion weist notwendig auf das Überschreiten des Inwendigen. Denken Sie an das Buch von Hacker, das Ich bei Luther. Auf das Inwendige, das Ich, in das in sich gefangen und steril hin, was wie das Vatersein auf der
das Sohnsein oder wie das Gliedsein auf den ganzen Leib eben die nicht richtig begriffen wird. Das Überschreiten des nur welthaft Dinglichen, die Transzendenz des Ich gehört wesentlich zum Erkenntnis- und Glaubensakt. Der rein immanente, ich-verhaftete und erfahrungsunabhängige Glaube Luthers ist Zeichen seiner schweren Krankheit und wird tragischerweise zum Ausgangspunkt folgenschwerer Irrtümer in Theologie und Philosophie. Man kann es also gewissermaßen nachweisen, wer sich etwas mit Bultmann beschäftigt hat, da sieht man, er kann sich tatsächlich auf Luther beziehen. Krankheitsbedingt ist auch die Behauptung Luthers von der Schrift allein. Damit verwirft er im Grunde seine eigene Theologie und die Schriftauslegung, die ja, indem er sie teilt, mitteilt, zugleich Beginn oder Teil einer Tradition wird. Und obwohl also Luther ausdrücklich sagt, jeder kann sich die Heilige Schrift selbst auslegen, war er sehr empört, wenn jemand ihm widersprach. Das ist so, die Unfehlbarkeit des Papstes hat er natürlich geleugnet. Das ist so wie bei unseren modernen Heretikern. Nicht? Sie aber haben natürlich absolut recht. Wehe einer berührt dann ihre eigene Meinung und sagt, sie ist falsch. Und Sie sehen ja, dass Zwingli und Calvin, die hatten ja starken Auseinandersetzung mit Luther. Und so gibt es eben auch unter den anderen Zeitgenossen, gab es Leute, die eben eine andere Meinung hatten und worüber dann Luther dann eben nicht immer sehr freundlich reagierte. Die These von der Schrift allein, das Festhalten an dieser These ist also bereits falsch, weil er gibt einerseits zu, dass er die Heilige Schrift von der Kirche übernommen hat. Das kann er an mehreren Stellen, sagt er. Das rührt ihn aber gar nicht. Er begreift aber nicht, dass die Tradition der Kirche vor der Schrift da war. Denken Sie nur an die ersten Jahrhunderte der ersten Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu. Die Apostel, ehe sie anfingen, Briefe zu schreiben, haben eben einfach gepredigt und verkündet. Und wenn Sie überlegen, dass zum Beispiel das Markus-Evangelium ganz wesentlich auf die Predigt des heiligen Petrus zurückgreift, das war eben Verkündigung in der Urkirche. Und dann hat die Kirche selbst unter den vielen Dingen, Büchern, die geschrieben worden waren, hat sie die ausgesucht und einen ganz bestimmten Kreis von Büchern als Neues Testament festgelegt. Ich habe neulich ein Buch darüber geschrieben, wo diese Frage auch behandelt wird, aber es ist, würde ich sagen, typisch protestantisch. Da werden der afrikanische Synoden, auch die Synode unter dem heiligen Augustinus genannt, aber zum Beispiel, dass Päpste den Kanon ausdrücklich bestätigt haben und eine römische Synode auch, das wird verschwiegen. Das passt also nicht in das Schema hinein. So arbeitet man halt. Dass man also ja nicht etwa der Kirche etwas zu Besonderes zubilligt, was also von Rom aus gekommen ist. Also es gab Verkündigung und Predigt lange vor der Heiligen Schrift. Luther ging im Allgemeinen davon aus, was er spürte oder zu spüren vermochte, oder davon, was er verstehen und verständlich machen konnte. Dies und seine außergewöhnliche Fähigkeit, Erlebtes in anschauliche, allgemeinverständliche Sprache umzusetzen, hat ihm die einmalige Suggestivkraft verliehen, die er tatsächlich eben dann auch durch Erfolgsmeldungen gestärkt noch zu verstärken wusste. Er hat tatsächlich dem Volk aufs Maul geschaut, nur ist es längst nachgewiesen, dass zum Beispiel die hochdeutsche Sprache vor Luther bestand. Luther hat einfach diese an den Fürstenhöfen damals übliche Sprache eben auch übernommen. All diese Lobhudeleien, leider haben sie im 1945
1983 aus katholischen Kreisen, und da waren auch Bischöfe dabei, diese Lobhudeleien haben sich da fortgesetzt. Es war fürchterlich peinlich, wenn also er zum Mann des Gebetes, obwohl er selbst sagt, er hat keine Zeit gehabt, das Brevier zu beten und die Heilige Messe zu halten, nicht, wird er zum Mann des Gebetes hochstilisiert und wird also, weiß ich was, dann hinterher sogar von einem als Lehrer des Glaubens bezeichnet. Nur der, der das gesagt hat, der hatte insofern recht, als er entgegen den vorherigen Darstellung der Deutschen Bischofskonferenz, die hatte gesagt, es ist unverschämt, also so haben sie es zwar nicht ausgedrückt, aber sie haben es so gemeint, dass wenn man also sagt, hier auf dem Konzil wäre also Luther mit dabei gewesen, der betreffende Bischof, den sie alle kennen, der hat ausdrücklich in einem Vortrag vor dem ZDK, also Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, hat er auch vor vielen Jahren allerdings schon, hat er gesagt, Luther war ein geheimes Mitglied beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Das kann ich Ihnen schriftlich anreichen, wenn es nötig sein sollte. Ich habe es im Übrigen auch mal veröffentlicht. Aber Luther war also mehr ein horchender Sprachsammler als Sprachschöpfer. Die gleiche manisch-depressive Eigentümlichkeit haftet auch seine Methode an, die Heilige Schrift zu verdolmetschen. Seine Ausbrüche gegen die Heilige Messe, ich habe Ihnen ja gestern eine dieser Predigten vorgelesen, sind ein beredtes Zeugnis dafür. Subjektiv ist die Rechtfertigungslehre der Schlüssel zu seinem Evangelium. Ich sage nicht zu dem Evangelium, sondern zu dem Evangelium des Martin Luther, müssen wir sehen. Der objektive Zugang und rote Faden durch das Labyrinth seiner theologischen Vorstellungen liegt in seiner Trinitäts- und Inkarnationslehre, die ich gestern schon erwähnt habe, und der ihr zugrunde liegenden Philosophie, die noch kaum einer richtig verstanden hat. Einige wenige, der Theobald Bär und ähnliche, haben das begriffen, oder der Hacker und weitere Leute. Durch Luthers pathologische Gefühlszuständigkeit wurde die Rechtfertigungslehre für ihn zur Abwehrwaffe gegen seine Verzweiflung, aus der ihn sein manisch-euphorisches Turmerlebnis vorübergehend befreite. Der Glaube allein, wie er ihn verstand und interpretiert, ist maßgebend. Alles andere ist unwichtig. Dieses Turmerlebnis wirkte auf ihn wie eine befreiende Psychotherapie. Mehr als das war es im Grunde nicht. Keine wahrhaft frohe Botschaft, da für ihn Christus zwar die Sünde auf sich nimmt, als die seine, den Zorn Gottes abwendet, jedoch den Menschen in seiner wesentlichen Verderbnis und Sünde zurücklässt, sie nur nicht anrechnet. Die Sünde wird zugedeckt und deswegen eben Gerechter und Sünder zugleich. Nicht, das ist das Schlagwort, und das haben ja die katholischen Experten leider Gottes mehr oder weniger dieses Schlagwort übernommen. Es ist aber keine unfehlbare Erklärung, muss ich ausdrücklich dazu setzen. Du machst uns gerecht, wenn du uns zu Sündern machst, sagt er sogar. Und in dem berühmt gewordenen Brief an Melanchthon vom 1. August 1521 schrieb er, das habe ich Ihnen schon gesagt, sei ein Sünder und sündige kräftig, aber vertraue noch kräftiger und freue dich in Christus, der Sieger ist über Sünde, Tod und Welt. Wir müssen sündigen, solange wir hier sind, sagt er. Es genügt, dass wir durch den Reichtum der Herrlichkeit Gottes das Lamm, das der Welt Sünde trägt, anerkannt haben. Von ihm wird uns die Sünde nicht fortreißen, auch wenn wir tausend und abertausendmal an einem Tage huren oder töten. Soweit das Zitat. Im Menschen verändert sich nichts nach Luther. Er bleibt, wie er ist. Christus wendet nur die Drohung Gottes von uns ab, lässt unsere Sünden sich anrechnen, gibt uns nicht einmal in der Ewigkeit Anteil an seiner göttlichen Natur. Wir sind nicht verpflichtet zu guten Werken,
da wir dazu nicht imstande sind, wegen der in uns bleibenden Sünde. Wir sollen die guten Werke sogar als Werkgerechtigkeit meiden und keinen Götzendienst zu tun. Darum dieses sündige Tapfer. Unsere Sünden gehören durch den Glauben nicht mehr uns, sondern Christus, der sie verschlingt. So ist jeder Grund zu Angst und Furcht genommen. Darum sagt der antikatholische Protestant zarnt. Seine frommen Bücher stehen in allen katholischen Buchhandlungen. Denn die leben ganz gut von dem Geld der Katholiken, die meinen damit, sich einen frommen Genuss zu bereiten, wenn sie ein entsprechend aufgemachtes Werk dann von ihm kaufen. Dieser Zahn sagt, am Anfang des Weges zu Gott steht nicht die unbedingte Forderung Gottes, du sollst gut sein, o Mensch. Natürlich steht es am Anfang, Gott gibt ja natürlich davor immer schon die helfende Gnade. Das habe ich Ihnen ja ausdrücklich vorhin schon gesagt. Die steht natürlich immer am Anfang, weil Gott ein gütiger Gott ist. Weil er nichts vom Menschen verlangt, was der Mensch nicht leisten kann, bekommt er von Gott die Fähigkeit dazu. Du sollst gut sein, sagt also hier der zarnt Mensch und damit eine Leistung von Seiten auf Seiten des Menschen sondern die bedingungslose Zusage von Seiten Gottes, ich bin dir gut, Mensch. Also nicht von Seiten des Menschen, dass der gut wird. Und damit Gottes Gnade. Was aber besagt Luther in reformatorische Grunderkenntnis, anders als eben dies. Es ist ein schwacher Gott, der nicht imstande ist, den Menschen auch innerlich von der Sünde zu befreien und heilig zu machen. Und zwar schon in diesem irdischen Leben. Jedoch in Wirklichkeit geht Gottes Gnade weit darüber hinaus. Und Gott sagt, ich bin dir nicht nur gut, sondern ich gebe dir als Geschenk meiner Liebe sogar mein Gutsein und mein Leben. Wie der Sohn vom Vater empfangen hat, das Leben in sich selbst zu haben, so hat Gott denen, die an ihn glauben, gegeben, sein göttliches Leben aus Gnade zu haben von Jesus Christus durch die Heilige Kirche. Wir haben nur Leben. Wir sind nicht das Leben. Er ist das Leben, der Herr, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil Gott uns so sehr liebt und weil er sich mit uns vereinen will, uns die ganze Fülle seines göttlichen Lebens mitteilen will, hat er uns nicht nur das Gnadengeschenk seines Lebens gegeben in der heiligen Taufe, sondern will, dass wir nicht nur Beschenkte sind, sondern auch die Möglichkeit erhalten, mitzuwirken. Nicht aus uns vermögen wir dies, darum die ständig notwendige Erfahrung unserer Schwäche, unserer Ohnmacht, so wie die Unentbehrlichkeit Christi in und durch seine Kirche. Man könnte hier noch vieles hinzufügen. Zum Beispiel Luther und der Heilige Geist, wäre ein neues Thema. Oder Luther und Maria. Unsere lieben Ökumeniker, die zupfen irgendwas heraus, was dann gut klingt und das wird uns um die Ohren geschlagen. Der Luther hat doch auch so schöne Texte über die Gottesmutter Maria gesagt. Aber selbst wenn Sie das Magnificat von Luther ganz lesen, dann merken Sie, dass das gar nicht der Fall ist. Nicht? Also man muss schon, und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Unterscheidungsgabe. Wir müssen uns das genügende Wissen aneignen. Und wenn nicht selbst durch unser eigenes Studium, dann eben durch Menschen, auf die wir vertrauen können, die uns dann darin unterrichten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Erstens das Gebet zu Gott, zum Heiligen Geist. Zweitens eben, dass wir tatsächlich, soweit wir können, uns im heiligen Glauben vertiefen. Dass wir wirklich innerlich ganz und gar katholisch werden. Dass wir eben gute katholische Zeitschriften halten. Ich weiß natürlich, dass es heute katholische Zeitschriften gibt, die oft gar nicht so gut sind. Das müsste auch dann schon von uns erspürt werden. Wenn wir nämlich wirklich mit Gott und der Kirche leben und wenn wir wirklich den alten Katechismus noch im Kopf haben, dann spüren wir von allein, was verkehrt ist.
Nicht? Und ich bin hier gleich fertig. Ich muss leider den anderen Teil dann auf den verzichten. Das ist natürlich traurig, aber ich will das eben hier mit ein paar Sätzen zu Ende führen. Dass Luther Suizid gefährdet war, hängt sicherlich mit seiner seelischen Krankheit zusammen. Dazu eine Äußerung Luthers aus dem Jahre 1541, die Auri Faber, einer seiner Mitarbeiter, aufgezeichnet hat. Da heißt es, als einst der Pfarrer Betzer von Guben erzählte, er sei so oft, wenn er ein Messer in die Hand genommen, vom Teufel versucht worden, sich zu erstechen, oder wenn er Zwirnfäden gesehen, diese zu sammeln und zu einem Strick zusammendrehte, um sich damit zu erhängen, erwiderte Luther, das ist mir auch schon oft begegnet, dass wenn ich ein Messer habe in die Hand genommen, so sind mir dergleichen böse Gedanken eingefallen. Leider kann ich Ihnen das andere, was eigentlich auch besonders schön wäre, ich habe einen Text, wo Luther einem seiner Mitbrüder, einer seiner sogenannten Mitbrüder, beklagt sich bei ihm, das möchte ich jetzt hier noch dazufügen, das steht auch in dem Text, der beklagt sich bei ihm und sagt, dass er doch leider oft den Eindruck hat, an das nicht zu glauben, was er verkündet. Da hat Luther gesagt, tröste dich, mein lieber Mitbruder, bei mir geht es auch oft so. Und damit ende ich. Ich möchte nur eben etwas dazufügen. Ich meine, wir sollten uns erheben und den dreifaltigen Gott ehren. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so